Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Wirtschaft TV. Bei mir ist Frank Schäffler von der FDP und vom Prometheus-Institut aus Berlin. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Griechenland beschäftigt uns seit Wochen. Ist denn ein Ende in Sicht? Ich glaube nicht. Griechenland hat ja schon, oder die neue griechische Regierung hat schon viel angekündigt und ist anschließend wieder zurückgezogen. Ich glaube, es gibt jetzt eigentlich nur zwei Wege. Der eine Weg ist, dass die EZB hilft über ELA-Kredite. Zurzeit hat Griechenland ungefähr 90 Milliarden ELA-Kredite an die nationalen Banken ausgereicht. Das kann noch weiter ausgeweitet werden. In der Hochzeit hatte Griechenland 120 Milliarden ELA-Kredite ausgereicht. Jetzt haben sie 90 Milliarden. Also da ist schon noch ein bisschen Luft. Das würde ihnen Zeit geben, um, sag ich mal, weiter zu verhandeln. Aber ich glaube eher, dass der Grexit die wahrscheinliche Variante ist. Denn ich vermute, dass Tsipras tatsächlich den Grexit will, aber es eben anderen in die Schuhe schieben will. Er hat ja auch betont im Europäischen Parlament, dass die Schuld ja eigentlich bei den Vorgängerregierungen war und nicht bei ihm. Kann man daran sehen, dass da auch ein sehr egozentrischer Politiker an der Macht ist? Das ist ja immer so, Varoufakis, Tsipras war ja immer schon so ein bisschen die beiden Stars praktisch und es ging manchmal weniger um die Sache. Er ist zumindest Sozialist und ich glaube, er will so als der Che Guevara Europas in die Geschichte eingehen. Also er will es dem IWF, er will es den Banken, er will es dem Kapitalismus zeigen. Und er weiß, wenn er jetzt nachgibt, dann ist diese ganze Geschichte, fällt dann zusammen wie ein Kartenhaus. Und deshalb wird er das, glaube ich, nicht tun, sondern er hat noch eine andere Agenda im Hinterkopf. Eben, ja, dass er als Linker den Kapitalisten zeigen will, wo der Bartel den Most holt. Wir sehen ja in den ganzen Bildern, die wir jeden Tag aus Griechenland bekommen, Rentner, die weinend auf der Straße liegen, weil sie kein Geld mehr bekommen, sich keine Medikamente mehr kaufen sollen. Es gibt jetzt schon Überlegungen der Caritas, ob man irgendwie Lebensmittel, Medikamente nach Griechenland schickt. Ist das oder wäre der Grexit dann wirklich die Erleichterung für die Menschen? Das wird sich zeigen. Am Ende hängt es immer von den Parlamentariern, vom griechischen Volk ab, was sie in der jetzigen Situation macht. Da kann man nur unterstützend von außen helfen. Am Ende muss das griechische Volk zur Vernunft kommen und die richtigen Leute wählen, eine Bürgergesellschaft entwickeln. Das kann man nicht von außen oktroyieren. Das wird nicht funktionieren. Das zeigen die vergangenen 5 Jahre. Entscheidend ist nur, dass die jetzige Regierung ja auch fünf Monate im Amt ist und faktisch nichts gemacht hat. Sie haben weder die Reichen besonders besteuert, noch haben sie den Militärhaushalt reduziert, noch haben sie andere Reformen eingeleitet. Und das zeigt mir eigentlich, dass sie selbst im Euro keine Zukunft sehen, sondern eigentlich rausgeschmissen werden wollen, aber es anderen in die Schuhe schieben wollen. Und wäre die Drachme dann wirklich die Erleichterung für das Land? Das weiß ich nicht. Auch das hängt wiederum von Griechenland und der griechischen Regierung selbst ab. Sie müssen Vertrauen in eine neue Währung schaffen. Eine Abwertung einer Währung ist kein Allheilmittel. Ich sag mal, Simbabwe hat auch eine billige Währung gehabt und sind trotzdem keine Exportweltmeister geworden. Also das ist kein Allheilmittel, aber es würde alle anderen Euro-Krisenstaaten in Europa eine Mahnung sein, oder es wäre eine Mahnung für diese Staaten, eben nicht den gleichen Weg zu gehen. Es hätte einen disziplinierenden Effekt auf alle anderen in Europa. Denken Sie, dass die deutsche Bundesregierung bisher den richtigen Kurs eingeschlagen hat? Nein, es war von Anbeginn an falsch, Griechenland herauszuboxen. Es wäre 2010 viel, viel einfacher gewesen. Es hätte auch marktwirtschaftlichen Prinzipien viel stärker entsprochen, wenn man Risiko und Haftung zusammengeführt hätte und es auch beisammen gehalten hätte. Letztendlich haben wir ja die privaten Investoren, Banken herausgeboxt und damit die Marktwirtschaft pervertiert. Wir wissen ja nicht genau, was kommt, aber mal angenommen, es würde doch ein drittes Hilfspaket kommen. Ist das verantwortungslos? Ja, das wäre unendlich verantwortungslos, weil es eine Rechtsbeugung wäre. Die Verträge, die wir ja gerade geändert haben,
Wir haben neue Instrumente geschaffen, zwar gegen meinen Willen, aber trotzdem sind sie geschaffen worden. Die würden erneut so gebeugt, dass sie unkenntlich wären. Und das wäre ein Bärendienst für die europäische Einigung. Sind nicht eigentlich auch schon die ELA-Kredite, die Sie zu Beginn mal angesprochen hatten, durch die EZB nicht auch schon eine Beugung und man zieht es einfach nur hinaus? Klar, also die ELA-Kredite, die sind natürlich eine verdeckte Staatsfinanzierung durch die EZB, die sie zwar nicht herausgibt, sondern es macht ja die griechische Notenbank, aber die EZB genehmigt sie quasi mittelbar, eben indem sie die Höhe bestimmt, die zulässig ist. Und das ist nichts anderes als, insolvente Banken mittelbar am Leben zu halten, um den eigenen Staat zu finanzieren. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz in zwei Sätzen sagen, was müsste im besten Fall Ihrer Meinung nach jetzt passieren? Im besten Fall müsste jetzt passieren, dass man Griechenland tatsächlich aus dem Euro herauslässt und mit ihnen über einen Schuldenschnitt anschließend verhandelt und wiederum über Aufbauhilfen verhandelt. Das wäre für alle Seiten das Beste in diesem Prozess. Sagt Frank Schäffler vom Prometheus-Institut aus Berlin. Ihnen vielen Dank und liebe Zuschauer, Ihnen danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Wirtschaft TV.